Neonazi-Trio bricht Ausländer fast das Genick. Rechte Gewalt beherrscht weiterhin die Medien. Berlin. Je tiefer die EU in der Zinskrise versinkt, desto mehr scheint, zumindest in den staatstragenden Medien der BRD, die rechte Gewalt immer neue Höhepunkte zu erreichen. Da es mit den handfesten Beweisen zu den dem Zwickauer Terrortrio zur Last gelegten Taten offensichtlich nicht so richtig nach vorne geht und die monotone Aufzählung von möglichen weiteren Straftaten, Hinweisen und Verbindungen die Leser absehbar langweilt, beginnt man nun wieder mehr den Blick auf das wahre Leben zu richten. Ausgerechnet im Berliner Multikulti-Kiez Prenzlauer Berg beschimpfen drei Neonazis den erst im vergangenen August in das Sozialsystem der BRD aufgenommenen Asylanten Hamid T. aufs Gründlichste als scheiß Kanacken, laut Aussage eines Ermittlers, schlagen ihn nieder und treten auf ihn ein. Der junge Mann erleidet fast einen Genickbruch und musste sofort in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Hamid T. gilt unter seinen Bekannten als ein ruhiger und unauffälliger Mann. So erfährt es der geneigte Leser aus der Presse. Kleidung und Haarschnitt entlarven die Täter ohne Zweifel als der Neonazi-Szene zugehörig. Die Pressemitteilung der Berliner Polizei hält sich mit derartigen Unterstellungen vorsichtig zurück, verweist lediglich auf einen möglichen fremdenfeindlichen Hintergrund und sucht nach Zeugen und den Tatverdächtigen, die äußerst knapp als Deutsche, 20 bis 25 Jahre alt, 1,75 bis 1,85 groß, mit sehr kurzen Haaren und dunkler Kleidung beschrieben werden. Ob mit dem Begriff Deutsche nun Deutschstämmige oder allgemein Bürger der BRD gemeint sind, geht aus der Pressemitteilung nicht hervor. Sollten erstere gemeint sein, wäre das ein klares Indiz für die latent rassistische Gesinnung der Berliner Polizei, wo wohl immer noch die Vorstellung herrscht, dass ein Deutscher auch irgendwie deutsch aussehen müsste. Das muss noch ein Nachspiel haben. Der Verlauf der Ereignisse lässt jedoch einige Zweifel an den Schlagzeilen ohnehin, aber auch an der nüchternen Mitteilung der Polizeidirektion aufkommen. Laut den Berichten diverser Lokalzeitungen fragte Hamid T. am 8.01.2012 gegen 5.20 Uhr eine blonde, ca. 25 Jahre alte Frau nach dem Weg und wollte sie hierfür zum Kaffee einladen. Von der anderen Straßenseite wurde er von drei jungen Männern fremdenfeindlich beschimpft. Hamid T. sei daraufhin sehr aggressiv geworden und auf das Trio losgegangen. Mehrere Zeugen waren nicht imstande, ihn davon abzuhalten. Während der nun folgenden Rangelei verteidigte sich einer der Angegriffenen mit einem kräftigen Faustschlag, der Hamid zu Boden warf. In der Hitze des Gefechts bekam er noch einen Tritt an den Kopf. Das Nazi-Trio flüchtete. Ihnen war sicher klar, was einem Deutschen im Fall einer Festnahme blühte. Nicht berichtet dagegen wurde, warum die freundliche, zum Kaffee eingeladene Frau ebenfalls von der Bildfläche verschwand und nun als Zeugin dringend gesucht wird. Inwieweit sie sich sogar durch eine mit südländischem Temperament vorgetragene Einladung belästigt fühlte und ob das Terrortrio sie nicht etwa davor schützen wollte, geht ebenfalls nicht aus den Nachrichten hervor. Es wäre ja auch eine arge Unterstellung, dass die deutsche Blondine nicht bereit war, sich den frühen Sonntagmorgen um 5.20 Uhr durch einen vor Unternehmungslust sprühenden jungen Mann mit einer gesunden Hautfarbe bereichern zu lassen. Die Täter waren auf keinen Fall Kavaliere der alten Schule, die eine junge Frau vor einem übergriffigen Disco-Heimkehrer schützen wollten. Das waren Deutsche in dunkler Kleidung mit militärischem Haarschnitt. Das waren Neonazis. Natürlich wird dieser Vorfall als rechte Gewalttat in die Statistik und in die lange Liste der Amadeo-Antonia-Stiftung eingehen. Auch wenn diese Geschichte schon stark an den angeblich rassistischen Überfall auf den dunkelhäutigen Ermais M. in Potsdam erinnert. Dort stellte sich später heraus, dass es nicht mehr als eine belanglose Schlägerei unter Betrunkenen war, die angeblichen Neonazis gar nicht rechts waren und schließlich auch vor Gericht freigesprochen wurden. Bei all der Nazi-Hysterie wirkt es geradezu erhellend, einmal einen Blick in die polizeiliche Kriminalstatistik zu werfen, die für das Jahr 2010 insgesamt 574.193 Gewaltdelikte aufweist, wovon laut Verfassungsschutzbericht 2010 ganze 762 als rechte Gewalttaten geführt werden. Demnach wurden also lediglich 0,13% der Gewalttaten von Rechten begangen,
bzw. 99,87% von Nichtrechten.